hinterher. Mit dem weißen Kürbis hinterher. Oh, oh Mann. Und da steht er. Okay, jetzt müssen wir schnell reagieren. Oh, eine Falle. Nein, ach, schnell raus. Oh, das war knapp. Hinterher. Den weißen Kürbis, den kriegen wir. Uah. Oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht, nicht gut. Lava. Außer. Ah. Ein bisschen schneller gehen vielleicht. Nicht so langsam. Zack, raus da. Hops. Nicht mehr Lava verdünen. Er verschwindet. Hinterher. Den müssen wir kriegen. Wir müssen ihm seine Maske abziehen. Ihn enttarnen. Durchs Gemälde durch. Zack. Den fangen wir uns. Oh, this guy. This guy's fit. Lucas ist doch schon mal nicht. Lucas ist schon mal nicht der weiße Kürbis, aber das war ja klar. Das war ja hier wohl hoffentlich jedem klar, dass Lucas nicht schuld ist. Zack. Angegriffen. Maske weg. Nein. Niemals. Dem wurde das übergestülpt. Du hast ihn nicht kommen lassen. Du bist nicht der weiße Kürbis. Aber irgendjemand will dir das anhängen. Ich glaub dir, Lucas. Aber wo ist er hingerannt? Nein, 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 nein. Das ist eine Falle. Lucas hat damit nichts zu tun. Nein, nein, nein. Mystery Malone. Jemand will das Lucas anhängen. It's the facts, Jesse. These horrible things only started happening when your group arrived. Ja, das stimmt schon, aber wir sind einfach nicht der weiße Kürbis. Ist einfach so. What? Outside? Outside? Where all the googlies are? No, you can't do that. Yeah, I don't know. I still have my suspicions about Lucas, but Jesse did save me. I don't feel right about chucking your friend to the zombies. Nee, wir werden Lucas nicht verfüttern an die Zombies. Wenigstens du bist vernünftig. Vernünftig. Na, ja, sprechen kann ich auch nicht mehr. Na komm. Wir können jetzt hier nicht einfach jemanden beschuldigen und ihn aus dem Fenster werfen. Das ist jetzt hier. Bevor wir keine Beweise haben, können wir auch alle anderen nicht aus dem Fenster werfen. Aber der weiße Kürbis muss irgendwo hin sein. Leute. That's funny, cause I don't trust you. Ja, so sieht's aus. It's fine, Jesse. I'll watch over Lucas. Awesome. Come on, Cassie. Einer muss ja auf Lucas aufpassen. Er ist ja eventuell der Mörder. Das ist Lucas doch nicht. This isn't because I like you or anything. No. Und Lucas gehörte mal zu den Lohnrouten. Ja, am Anfang war der ein bisschen falsch gepolt. Hat einfach zur falschen Gruppe gehört, aber ja, mittlerweile. Der ist gut. Wir finden das Versteck des weißen Kürbisses. Der muss sich hier irgendwo verstecken. Ja, eine Operationsbasis. Der muss hier irgendwo eine Zentrale haben, von der er aus unbemerkt durch die Geheimgänge in die einzelnen Zimmer schleichen kann. Und das Gemälde sieht ziemlich verdächtig aus. Ah,
Die Augenlöcher. Kann ich das mal schlagen hier? Zack. Ja, dachte ich mir doch schon, dass wir hier richtig sind. Na dann. Ah, ein Giftpfeil. Und ein Knopf. Ah, das ist die Reihenfolge. Linker Rahmen. Zack. Vielleicht die Reihenfolge. Okay. Erster Giftpfeil. Und das Spinnennetz dorthin. Und die Spinnen haben jetzt gerade eben das Mädchen dort getötet. Und durch den Knopf wurde der zweite getötet. Das ist die Reihenfolge der Morde. Können wir jetzt weiter? Ja, Rätsel gelöst. So schwer war es ja nicht. Ja, in der Tat könnte es gefährlich werden. Wir stecken hier alle zusammen in einem Boot. Alle in einem Boot. Wir müssen jetzt hier zusammenhalten. Und alle zusammen dran arbeiten. Oh, da geht's tief runter. Der kann ja wohl nicht fliegen. Der weiße Kürbis. Kann ja wohl nicht sein. Ist ja auch ein Mensch wie wir. Wir werden ihn aufhalten. So schaut's aus. Wie kommen wir da runter? Das ist eine sehr gute Frage. Eine Leiter. Das ist eine sehr gute Idee. Craften uns eine Leiter und zur Runde geht's. Denn natürlich die Leiter entfernt. Werkbank verwenden. Ja, wir craften uns eine Leiter. Ja, stimmt schon, aber vielleicht brauchen wir auch gar nicht so viel. Um die Wette. Wer macht am meisten Leitern? Ich tippe ja eher auf Petra, aber ich bin noch nicht so geübt im Bauen. Wir können uns ja zumindest mal anstrengen, viele Leitern zu craften. Nummer 1. Was, schon fertig? Haben mich alle auf einmal gemacht, oder was? Na dann. Ah, okay. Im Timelapse-Verfahren. Okay, wer hat gewonnen? Wer hat wie viele gemacht? Platzieren. Leiter. Und hinunter. Zack, zack. Unter uns weiterbauen. Und schon sind wir unten. Hast du etwa Angst? No, of course not. Just making sure I'm ready in case we have to fight. Ja, das ist auf schon vom Grund her gut. Monster hier unten, Zombies. Das ist nicht gut. Könnte gleich Quick Time Event kommen. Oh, Zombies. Wir werden hier gefangen gehalten. Und wie es aussieht, auch freigelassen.
Und dann mal weiter an den Zombies vorbei. Petra. Zombie-Spawner. Können wir doch bestimmt zerstören. Verstören. Genau. Das könnte sein. Und so hat der weiße Kürbis hier die Zombies hergestellt, um die Leute in die Villa zu jagen. Ein Item-System. Und das meine ich die Items von dem eben gerade Gestorbenen. Von dem gerade Gestorbenen. Sind. Ja, Lizzies Inventar. Das wird jetzt irgendwo hingebracht und sortiert. Wenn da Oma nicht der weiße Kürbis ist. Da sollten wir hin. Wollen wir reinspringen ins Wasser und uns sortieren lassen? Dann kommen wir auch hoch. Überraschungsweise. Sie, ja. In dem Kürbis jetzt mal sie. Ich vermute, es ist eine sie. Ich habe da so schon Leute in Verdacht. Ah, wir bauen uns hoch. Oder was? Hallöchen. Da sind wir. Hüpf und hüpf. Lasst euch von der Spinne nicht ab. Ablenken. Rein da. Das ist Petra, du auch. Oha. Guck dir an die Wand, um Petra zu retten. Sie lass mal nicht fallen. Nein. Das war gefährlich, aber nicht peinlich. Passiert jedem. Katzen? Okay. Haben wir ja schon eine sehr starke, haben wir einen starken Verdacht. Wenn der weiße Kürbis eine Katze hat, da wissen wir ja wohl, wer es ist. Zuchtstation für Kürbis oder was? Falls da eine Dingens kaputt geht. Was die eine Maske. Stampy Cat? Mit ihm habe ich aber jetzt nicht erwartet. Auf frischer Tat ertappt oder was? Aber er ist doch nicht der. Nein. Ich meine, ich habe ihn mal für schuldig gehalten, aber. Ich meine, er ist eine Katze, irgendwie, aber da habe ich wen anders unter Verdacht. Oh. Die Flint and Steel Feuersteins. Was ist denn die Frage? Katze. Macht er die Katzengeräusche oder hat der weiße Kürbis wirklich eine Katze? Aber dann ist der Täter ja wohl klar. Ich gebe es dann zurück. Das ist einfach. Du musst das tun. Macht ihr jetzt die Katzengeräusche oder was ist hier los? Ich kapiere es nicht ganz. Hebel verwenden. So. Ist hier irgendwo der weiße Kürbis? Da muss ich doch hier in der Nähe aufhalten. Sei mir vorsichtig. Eventuell ist er hinter uns
und heißt Stampy Cat, aber. Also sehen wir auch vorsichtig, was hinter uns passiert. Er ist mir noch zu unschuldig. Er wirkt mir sehr, sehr unschuldig. Zu unschuldig, um nicht doch schuldig sein zu können. Petra, did you see this? Ein Gemälde That's von dem Flur. Ja, der weiße Kürbis war auch in dem Saal. Dort in dem brutalen Saal. Eine Bibliothek. Truhen. Wenn da mal nicht das Inventar von Talk Dog, Captain Sparkles und der lieben Dingens drin sind. Ja, drei Tote haben wir schon. Die Armen. So, weitere Hinweise. Ein See. Sehen wir mal, was im See so vor sich geht. Fischchen. Stampy und Petra. Reden wir mit ihnen. Vielleicht haben die schon was gefunden und haben Hinweise auf den weißen Kürbis. Der muss das Ganze ja hier irgendwie erbaut haben. Jemand eine Idee über den weißen Kürbis finden? Werkbank. Die verwenden wir, um uns was genau zu craften. Ja. So schaut's aus. Aber da ist in der Truhe etwas. Das wir vielleicht brauchen. Eine neue Falle oder was? Sticks. Die behalten wir. Die Enderperlen. Die können wir bestimmt noch irgendwann mal gebrauchen. Im Kampf gegen den weißen Kürbis. So, hier haben wir noch einen Amboss. Hier mal Spinnenweben. Angucken, alles gründlich erforschen, damit wir irgendwann den weißen Kürbis kriegen können. So, Truhe mit Katze. Katzentruhe, genau. Und diese Katze, diese Katzenart kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe schon einen sehr guten Verdächtigen. Runter der Katze. Wenn wir hier irgendwie rauskommen, dann wissen wir ja, wen wir hier verdächtigen. Falls zwar den lieben, die liebe weiße Kürbis nicht finden. Das ist ja klar. Katzentruhe nochmal ansehen, benutzen. Weg da, Katze. Runter. Ah, diese blöde Katze. Was Leckeres, okay. Habe ich irgendwelche Katzensüßigkeiten hier dabei? Was hätte ich denn? Ich hätte einen weißen Kürbis. Ich hätte eine Krone. Ich hätte ein Diamantschwert. Flint und Steel. Enderperle. Vielleicht können wir irgendwas craften damit. Irgendwas Katzenfuttermäßiges craften. Rezepte. Angel? Ja, okay. Ist ein Plan. Kann man machen. Da einer. Da einer. Soweit ich weiß, da einen noch dran. Und da unten zwei von den Spinnensfaden. Zack die und zack die. Und zack die, du hast da mal eine Angel erstellt.
So geht das also. Fisch, ah, da weiß ich schon, wo ich welchen bekomme. Und da jagen wir uns mal einen Fisch. Fischi, Fischi, Mac, Fisch, Fisch. Sie, Angelroute benutzen. Fisch. Heute gibt's Fisch für die Katzen. Uiuiui. Bäh. So, geangelt. So schnell geht das Angeln hier. Na. Hallo. So. Katze mit Angel und Fisch. Locken. Vielleicht geht's auch ein bisschen schneller, dass wir darüber kommen. Katzentruhe. Fisch benutzen. Sehr gut. Kätzchen. Runter von der Truhe. Die musst du doch nicht beschützen, oder was? So, jetzt ran dort. Ach du Schande, wie viele Katzen. Und ein Fisch. Ran an die Truhe. Ach was. Er ist nicht eine Katze. Hätte ich nicht gedacht. Porträts. Hm. Zum Auswechseln oder was? Und Wind. Schlitz. Petra. Ach, das sind die. Das sind die Todesporträts, die gleich ausgewechselt werden können, wenn jemand stirbt. Ja. Schön. Oder nicht so schön. Ah, stimmt. Ja, sie dürfte eigentlich von sich kein durchgestrichenes Porträt haben. Stacy Place. Das könnte sein. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber... okay, ja. Ihr Porträt ist da. Cassie, stimmt, ja, Cassie. Die Katzentante. Könnte die das sein? Sie hat viele Katzen, ja. Dann ist sie wohl hier, die Täterin. Die Frau war's. Genau. Ja, meinen starken Verdächtigen. Starken Verdacht. Hm, wo ist Cassie? Sie ist eine Täterin. Da, du bist es. Cassie? Hm, hast du uns was zu sagen? Wir haben die Tür gefunden. Wir haben den Weg deiner geheimen Basis gefunden. Gestehe, Cassie. Ja, du bist der weiße Kürbis. No way, ja klar. Du hast Katzen. Du bist Katzentante. Und du hast kein Schild von dir dort hinten. Ist doch wohl irgendwie klar. Wer war niemals da? Ja, das stimmt. Okay, ja, ich und Namen. Ich verwechsel die ja immer. Ja, gut. Hier war das Lizzie. Lizzie ist tot. Naja. Guck mal, passieren. In der Truhe waren Enderperlen. Ja. Yep. Well, I mean, those are really cool, but they don't really prove that Cassie was involved. More sense in my head. But that's okay. Stick with me, people. Jesse, come on. This. Ich bin dabei, es zu vermasseln. Ja, Detective Zwergi. Vermasselt. Really figure out who we were dealing with here. Komm, aber ich krieg einen Beweis. Na gut, das. Katzen, die alle aussehen wie Winslow.
Ja, genau. But if you saw all these supposed cats just like mine, then what color is Winslow? It shouldn't be a problem if you saw 100 cats? Really? Winslow is black, white, and orange. I'm sorry, Jesse, but it just doesn't add up. I guess that means the most likely candidate is still Lucas. No way. Herr Lucas. Lucas ist nicht schuld. So, do you punks want to do it the easy way? Or the way where I punch all of you? Guys, guys, come on. There are better ways to... Ihr benehmt euch alle wie Idioten. Ja, so ist es. Komm, lass uns doch jetzt mal sachlich klären. Wir müssen herausfinden, wer hier der Mörder ist, und es geht am besten, wenn wir alle sachlich bleiben und die Beweise vorlegen. Ja, aber er ist nicht der weiße Kürbis. Er doch nicht. Du bist der weiße Kürbis, du Rotschopf hier. Die Menge rot gefärbten Narren hier. Und Katzen. Schnappt Cassie. Ist doch sowas von schuldig. Und jetzt wehrt sie sich auch noch mehr, wenn das kein Schuldgeständnis ist. Oh, After everyone she's hurt, she can dig herself out. She did terrible things, but no one deserves this. Keine Ahnung. Wir müssen sie auf jeden Fall befreien, würde ich sagen. Wenn der Mörder stirbt. Wait, look. Sie hat Enderperlen. Sie hat einen Pfeil, sie hat Hebel, Redstone. Ja, ich meine, wenn sie der Mörder ist, irgendwie schon. Ja, hätten wir sicherlich, aber es ist Mohn. Ist jetzt der weiße Kürbis besiegt, oder ist der jetzt tot, oder? Und wenn der Kürbis jetzt nochmal zuschlägt, dann, wir wissen ja wohl, dass dies nicht war. Aber sie scheint es gewesen zu sein. Weil wir können raus. Und es ist Tag. Oh Mann. Wir mussten so viele sterben. Es hätte nicht sein gemusst. Zu viele Tote. Wir konnten nicht alle retten. Ja. Wir haben unser Bestes gegeben, aber manchmal, ja, muss es so sein. Well, Cassie said it was right under her nose, right? That's true. Maybe it's nearby. Ab zum Portal. Und alle raus hier. Wir müssen wieder in unsere Welt zurück. In unsere Welten. So, I guess this is goodbye, huh? Yeah. Vorerst. Let us know if you ever accidentally find yourselves in our world. That's really nice of you, but I don't think we can really portal hop without a portal key. Oh, well, I think Stampy's got you covered there. Yeah. Oh, that's right. I almost forgot about that. It was just meant to be a prank, a harmless prank, and I'm so sorry, so very, very sorry. Yeah, that's meant to be entreating. Oh, yeah. You know he would never actually try to hurt anyone. And so... Ihr könnt ihn alle teilen. Und seid vorsichtig damit. Orden des Steins, ein Orden der YouTuber. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Das sind doch amerikanische YouTuber hier. Stampy Cat. Und Captain Sparkles. Und so weiter. Auch Lizzie und Cassie. Ein sehr seltsamer Haufen.
Du sagst das, Elmo. Das ist diese Gattung von Menschen. Immer. YouTuber ist ein komisches Haufen. Komischer Haufen. Ja. Ein weiteres Abenteuer, was wir bestanden haben. Zurück durch das Portal. Na dann. Flint and Steel verwenden. Zack. Okay. Katze. Winslow. Nein. Das war eine Falle. Oh. Aber wenn das eine Falle ist, dann lebt der Weißkürbis ja noch. Oh. Ist der Falsche gestorben? Es klärt sich nicht der Mörder. Cassie? Ich wusste, dass du nicht tot warst. Und wusste ich das? Naja. Okay. I don't know how much time you've spent with Endermites, but the poor things are eternally hungry. Wir haben aber Enderperlen. Müssen wir jetzt schnell reagieren. Enderperlen einsetzen. Oh, guys, I dropped the flint and steel when we fell. I have no idea where it went. Tick-tock, Flint and Steel verloren. Ich finde deinen eigenen Flint and Steel. Wir werden dir das nicht abgeben. Nachdem du so viele Leute getötet hast hier. Seit Jahren versuchst du zu finden und deshalb ermordest du hier Leute. Und du Monster. Nein, bereite du dich mal auf deinen Tod vor. Cassie, wir werden dich kalt machen. Wir werden dich ausschalten. Du hast genug Leute ermordet. So. Werf die Enderperle. Zack. Da oben bin ich. So, rauf. Und jetzt schnappen wir uns den weißen Kürbis. Schnappen uns Cassie. Warte, erstmal hier die Freunde retten. Und. Okay. Fallen in Fallen. Zack, kaputt machen. Bringt's was? Kürbis. Wird auch einen harmlosen Kürbis besiegen können. Du bist nur eine Frucht. Oh, die haben sich retten können. Okay, ZR. So. Und weitere. Oh nein. Der ist er noch. Er lebt noch. Der Kürbis. Zack. Jesse. Ich krieg dich. Jesse versus Jesse. Dass man kein Kampf ist. Nope. Ich werde dich. Verdammt. Mist. Au, Kacke. Das haben wir verkackt. Versaubeutelt. Na, diesmal besser. Zack. Ich treff dich. Bums. Und umgehauen. Ich halte dich. Du wirst die Feuersteine nicht bekommen. Katze. Aus, Katze. Böse Katze. Nein.
Nein! Was machst du, Katze? Katze, Katze. Sprechen kann er nicht mehr. Komm her, Mietz, Mietz, komm zu Daddy. Komm her. Komm, komm, komm. Nicht runterschubsen. Was für eine Scheißkatze ist das? Ach du Schande. Katze. Oh nein, er verpufft. Sie verpufft. Sie hat den Flintenstil. Nein! Wir müssen ihn aufhalten. Sie aufhalten. So, gib das zurück. Zack, nach vorne hier. Springt. X, 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 X. B. Hoch da. So. Du wirst uns nicht töten. Jetzt werden wir dir ein Ende setzen. Oh nein. Sie hat eine mächtige Waffe. Ein Feuerstein. Aber wir werden auch durch Feuer gehen, um dich zu besiegen. Um deinen Mond ein Ende zu bereiten. Nein. Oh. Meine Freunde. Na komm. Weißer Kürbis. Wie sieht's aus? Komm doch mal her. Attacke. Leute von oben. Ja, die Flint sind dir. Nice. Rette dich. So, jetzt machen wir dich alle. Fangen. Zack. Hab ich. Und jetzt hab ich dich. Oder so. Ja. Das ist ihr Ende. Das Ende des weißen Kürbis. I bet you're real proud of yourself. Look at me. Stuck again. Out of Ender Pearls. And that's where she wanted us to end up. Sie hat keine Enderperlen, ja. Ja. Denk an deine Opfer. Du wirst sterben wie sie. That's more than Torque Dog or Captain Sparkles or Lizzie can say. You're right. Of course you're right. Wait. Ja, sie wird es nicht, sie wird sich nicht vergessen, sie wird sich dran erinnern. Nicht mehr lange. Ihre Katze geben. Sie hat keine Katze verdient hier. Nein. Die Katze ist besser dran als du. Will besser sein als du. Soll ich mit dir sterben? Du Monster. Das ist schon traurig, aber das Monster hat es verdient. Vielen Morde hier. Dann soll sie nicht noch ihre Katze kriegen. Noch ein Mord. Eine Katze verüben dürfen. Okay, sure. But who's going first? We're a team, we all go together. Wir gehen zusammen. Auf durch das Portal. In neue Welten, neue Abenteuer. 3, 2, 1, auf geht's! Eivor, kommst du mit? Abenteuer. Das war Minecraft Story Mode, Episode 6. Nächstes Mal. Alright, what's going on, dudes? It's me, Captain Sparkles. Next time on Minecraft Story. Als ob der noch leben würde. After defeating the dreaded white pumpkin, will Jesse and the others find their way back to the portal hallway? And will it lead them home? Or instead, are they destined for more perilous adventures? Well, I guess I'll never know because I got pounded into the ground by a ton of sand. I guess you saw that, right? I'm in the middle of an amazing speech, and boom! I've suddenly become part of the floor. I mean, dude, you saw that, right? How much worse can it get? First they choose not to invite me on their adventure, and the next thing I know, I'm part of the floor. Anyway, one thing's for certain. Even without me, this is gonna be an amazing adventure.
Hast du Captain Sparkles den Feuerstein genommen? Okay, so schnell kann ich nicht reagieren. Hier sieht er mal die Entscheidungen. Können wir gleich bestimmt nochmal zurückgehen. So, ja, können wir in der Tat. So, unsere Entscheidungen. Die sahen so aus in Episode 6. Den Feuerstein gezeigt. Du und 18% hielt in den Feuerstein und Stahl versteckt. Ja, das ist sinnvoll. Zu diesem Zeitpunkt, wo noch niemand von weiß. Wen hast du nach dem Dinner beschuldigt? Du und sehr wenig Spieler beschuldigten Nessie. Ja, okay, hielt sie einfach für schuldig. Also ich meine, die Hinweise deuteten auf sie. Und war sie es nicht am Ende auch? Nee, das war Cassie, die am Ende schuldig war. Ja gut, aber sie, ja, war halt, sie sah halt schuldig aus. Hast du geholfen oder den weißen Kürbis verfolgt? Du und 71,1% der Spieler verfolgten den weißen Kürbis, statt einer Freundin zu helfen. Ja, den Fall aufklären. Ja. Wir haben jetzt einen Tod riskiert, aber ich glaube, sie wäre eh gestorben. Ja, ist ja so. Konntest du die anderen von Cassie Rose überzeugen? Du und 24,2% der Spieler liefern sind nicht genug Beweise, um Cassie Rose zu verurteilen. Ja, da war ich vielleicht auch ein bisschen selbst dran schuld. Eine Minderheit, ja, bin ich da. Ja gut, quasi haben wir, ja, wir hätten sie auch mit Beweisen verhaften können, hätten wir sie nicht töten müssen, aber vielleicht hätten wir sie trotzdem töten müssen. Zwergi hat's vergeigt. Wie hast du Cassie Rose zurückgelassen? Du und 26,3% der Spieler ließen sie ganz allein zurück. Was? 73% haben die Katze bei Cassie gelassen? Leute, was ist los mit euch? Dennoch einen Gefallen tun hier. Die Leute ermordet. Ja, so sieht's aus. Ihr war doch ziemlich oft in der Minderheit. Mit den anderen Leuten, außer hierbei, folgt in den weißen Kürbis. Ja, ist halt logisch. Ja, so sieht's aus. Ja, ja. Na denn. Das Outro, der Abspann. Episode 6. Ein Portal ins Mysterium. Haben wir abgeschlossen. Ja, schön. Zugang verweigert. Ein Portal ins Mysterium haben wir geschafft. Episode 7 wartet auf uns. Weiter geht's damit sehr bald.